So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Das Bild sollte nun da sein. Jedenfalls habe ich es gerade gesehen. Hier auf dem anderen Monitor bzw. halt PC läuft jetzt kein Bild, aber wie gesagt, im Test gestern und gerade eben war ein Bild da. Also ich hoffe, dass mich jetzt jeder sieht und hört. Und sonst wird ja auch die Aufzeichnung dann wieder hochgeladen direkt auf den JFD YouTube-Kanal. So, ja, jetzt sehe ich auf meinem Kontrollmonitor erscheint auch das Bild. So, dann fangen wir an. Ich hoffe, dass auch die Bandbreite stimmt. Ich habe alles sowieso jetzt abgeschaltet und wie gesagt, wenn es nicht, wenn es wieder stottern sollte, bitte auch um Feedback. Und wie gesagt, in der Aufzeichnung sollte es dann ganz normal funktionieren. Kommen wir erstmal zum Gold. Gold hat gestern tatsächlich hier dann gedreht. Der Hinweis kam dann kurze Zeit später, dass hier eine schöne Umkehrkerze formierte und anschließend sollte ja, hier sind die Kursziele ja schon seit Anfang der Woche dann bekannt. Hat jetzt auch hier ein neues Hoch gemacht. Klar muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber die Muster würden definitiv noch mehr hergeben. Wenn es jetzt nur irgendwas Überschießendes ist, dann fällt es nochmal runter und sollte dann anschließend die Kursziele erreichen. Aber bislang sieht es schon gut aus. Also vom Tief bis zum Hoch hat jetzt Gold 1% gemacht und das innerhalb von knapp 10 Stunden oder ein bisschen mehr als 10 Stunden. Dann kann man auch kurzfristig, wer wirklich da eingestiegen ist, auch Teilgewinne mitnehmen und den Stopp auf Einstand setzen. Dann kann da hier eh nichts passieren. Hier bei dem im Tageschart hätte hier noch Platz am heutigen Tag sogar bis rund 1263, dann wird er hier auf diese dominante Abwärtstrendlinie treffen. Aber was jetzt hier eben oder auch schon im, da jetzt das höchstwahrscheinlich das Tief eben war, ohne dass der Goldpreis den EMA 200 erreicht hat, sieht es jetzt hier folgendermaßen aus. Hier darf das jetzt hier noch ein Stück steigen, dann hier korrigieren und im Idealfall hier dann abprallen und dann neue Hochs. Also so wird jetzt für mich wird sich ein schönes Muster ergeben und dann darf der Goldpreis eben nochmal hier ein Tief machen, noch bei rund 1000. Also ein neues Verlaufstief im Gegensatz zu dem. Natürlich kein ganz neues Tief, weil diese Bewegung sieht für mich schon jetzt impulsiv eben aus, als erste Impulswelle, und dann darf das sich eben hier fortsetzen. Beim DAX kann es hier nochmal jetzt Richtung 10.230 oder auch 10.211 zurückfallen und dann Richtung 10.400 Punkte dann tendieren. Hier fehlt für mich auch ein neues Hoch über 10.312. Aber wenn es jetzt hier direkt steigt, es wären auch, wie gesagt, 10.400 Punkte möglich. Hier in dem Chartbild von letzter Woche war ja nach einem Gap Close ein Heranlaufen an die 10.400 Punkte, beziehungsweise sogar hier mehr, um Gap Close zu erreichen bei 10.440 Punkte. Allerdings eben im Hinterkopf, was ich auch gestern jetzt eben schon erwähnt habe, und gestern musste ich auch wieder die Spätschicht schreiben, natürlich sind hier die Kerzen im Dow Jones Index, hat hier ja das Kursziel jetzt auch im regulären Handel erreicht, ist natürlich jetzt unschön. Hier könnte eben was fertig sein, das darf dann korrigieren und dann erst ansteigen, deswegen der DAX muss sich abkoppeln etwas. Twitter ist hier
etwas deutlicher wieder zurückkommen, wie schon gestern erwähnt. Ja, entweder Stopp auf Einstand oder jetzt hier den Stopp da unten belassen oder auf die 14-Euro-Marke, aber dann eher auch auf Schlusskursbasis. Also hier sind mehrere Varianten möglich. Natürlich im Idealfall tritt er jetzt an der Unterkante des Rainbows. Bayer hat das Kursziel ja abgearbeitet. Die ATWA, da wartet man jetzt. Dann kam halt hier der erste Rücksetzer deutlich tiefer. Aber hier sollte es dann so funktionieren. Aber mehr als 59 sehe ich im Moment eben auch nicht. Auch nach den neuen Mustern nicht unbedingt. Der Nasdaq hat eben auch das Kursziel erreicht und hat jetzt hier eine negative Tageskerze. Hier wäre jetzt mit einem Rücksetzer in den ehemaligen Zielbereich denkbar und kann auch theoretisch ein Stück tiefer gehen und dann nochmal weiter nach oben. WTI und Brent weiter über den Aufwärtstrendlinien, genauso wie eben Brent. Ja, das andere war jetzt WTI. Da kann ich ja nur wie das gestrige wiederholen. Klar, antizyklisch wäre hier was ein Short denkbar. Allerdings über dieser Marke überhaupt, wenn natürlich wenn ein Wochenschlusskurs über dieser Marke stattfindet, kann das hier deutlich nach oben gehen noch. Aber jetzt hier und innerhalb der Woche, heute ist wieder Mittwoch, da werden ja wieder die Lagerhaltungszahlen erwartet. Also da kann es vielleicht eben nach oben schießen und dann nach unten wegbrechen. Das wäre eine Option definitiv. Noch eben kurz zum US-Dollar, zu den Forex-Setups. Hier ist jetzt komplett, also das Kursziel wurde zuerst ja hier benannt. Nach den neuen Erkenntnissen, sage ich mal, nach den neuen Moves, habe ich jetzt gestern hier ein neues Kursziel definiert. Das ist jetzt hier angelaufen. Also deutlich sind jetzt hier 300 Pips, waren jetzt hier möglich, auch gestern eingezeichnet, dann kann es hier eben ein Stück hochgehen und dann darf es wieder fallen. Es kann auch jetzt direkt natürlich noch fallen. Euro-kanadischer Dollar ist ja nicht aktiviert worden. Da bleibe ich dabei, dass ich hier erst oberhalb zuschlagen werde und ich glaube, ich habe doch hier auch das noch irgendwo. Dann ist es hier verschwunden. Hier gab es leider eben kein Heranlaufen an die 108,15er Marke. Eventuell, ja, kommt es, also das Setup stelle ich nachher dann nochmal ein, aber dann mit einem etwas sogar höherem Short Limit. Wenn sich das hier nochmal nach oben ausdehnt, dann trifft er auch im Prinzip locker oder könnte locker hier die Short-Marke wieder treffen und dann nach unten abfallen. Also hier gibt es dann im späteren Verlauf ein neues Setup. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.